Liebe Musikfreunde, vor kurzem fand sie hier wieder statt. Die Schlagerrallye Superhitparade 2014 mit meinem Freund Michael Klein. Und ich kann euch sagen, da war was los. Ja, aber wir reden nicht viel. Hier haben wir für Sie ein paar Eindrücke gesammelt. Bitteschön. Wir begrüßen Sie recht herzlich zur Schlagerrallye Superhitparade 2014. Die Schlagerrallye war 2003 geboren und irgendwann haben wir dann gesagt, es wäre doch mal toll, wenn unsere Hörer auch so eine Jahreshitparade ihre Lieblingslieder selber bestimmen können. Die Künstler, die jetzt heute Abend zum Beispiel da waren, sind ja die Künstler, die von unseren Hörern gewählt worden sind. Das heißt, ich schaue immer, wer ist denn jetzt wirklich beliebt? Man weiß ja nie, wenn die Abstimmung losgeht. Das geht vom 1. Oktober bis 28. Februar. Wer ist denn jetzt überhaupt in dieser Hitparade dabei? Und dann mache ich eigentlich aus dem blauen Dunst heraus und lade die einfach ein. Es ist einfach wirklich nur, wir machen das, sie sind gewählt von den Hörern und dann sind die Künstler eigentlich sehr, sehr offen und sagen, wir kommen gerne. Anna-Karina Wojcik habe ich ja damals natürlich bei Deutschland sucht den Superstar gesehen. Ne? Ich habe natürlich gesehen, wie sie so ein bisschen ja auch immer ja, fertig gemacht wurde von einigen, wie sie Dieter Bohlens Liebling war. Und als ich sie dann zum ersten Mal auch hier im Hotel habe kennenlernen dürfen, das war schon so für mich auch so ein besonderer Augenblick. Und ich muss sagen, erstens ist Anna-Karina eine ganz, 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 ganz hübsche. kann man ruhig mal an dieser Stelle auch sagen. Zweitens finde ich es ganz, ganz toll, dass sie den Weg zum Schlager hingefunden hat und dass sie das Ganze auch unterstützt. Und auftrittsmäßig ist sie super beim Publikum angekommen. War eine ganz tolle Sache. Sandy Rose ist aus dem Schwarzwald. Sandy Rose hat ganz, ganz viele Bands, Fans bei uns in der Schlagerrallye. Also das Sandy Rose selber war ein absoluter Wunsch, bevor wir überhaupt so ganz an die Planung der Künstler rangegangen sind, kam schon sofort, Sandy Rose möchten wir wiedersehen. Sie war beim letzten Jahr dabei und sie wollten sie unbedingt wiedersehen. Und mir war klar, unter den Top 200 ist Sandy Rose irgendwo platziert. Das schafft sie auf jeden Fall und deswegen war sie die Erste, die ich eingeladen habe. Bring mir die Sonne in ihr Herz zurück. Lass sie dort scheinen auf eine Liebe, die es nur einmal gibt. Ich weiß nicht, was passiert ist, doch der Countdown lief. Und du bist einfach gegangen, während ich noch schlief. Matti Kessler kommt aus meiner Heimat, aus Lüdenscheid, aus dem Märkischen Kreis. Den habe ich damals auf einem Stadtfest kennengelernt, als er nämlich auf der Bühne rockte und dann auf einmal sagte, und das ist hier mein eigener Schlagertitel. Und der hat mir so gut gefallen, dass ich gesagt habe, bin ich hingegangen und habe gesagt, hey, den Titel muss ich haben für meine Sendung. Und dann habe ich natürlich ein bisschen was über ihn erfahren. Er ist Gitarrenlehrer in Lüdenscheid, ist bei der RTL Chartshow mit dabei, als Studiomusiker im Hintergrund und macht jetzt seit Neuestem wieder richtig guten deutschen Schlager, hat wieder einen Produzenten gefunden, ist jetzt kurz davor, sein Album zu veröffentlichen. Und das war auch so ein Wunsch von mir, ihn hierher zu locken. Allerdings war halt die Frage, platziert er sich oder platziert er sich nicht? Aber er hat es geschafft. Nicht mehr an, ich geh da nicht ran und ich verliere dich ganz einfach aus den Augen.
Franziska. Ich habe mir vor ein paar Jahren, als sie bei Immer wieder sonntags gewonnen hat, habe ich mich erstmal für sie tierisch gefreut. Aber natürlich habe ich gedacht, die Frau wirst du auch nicht kennenlernen. Ne, wann wirst du die mal sehen? Und dann auch noch jetzt auf meine eigene Veranstaltung sie präsentieren zu dürfen, war ein Traum. Sie hat sich musikalisch ja viel, viel weiterentwickelt, hat aber natürlich trotzdem ihren damaligen Sommerhit gesungen. Und auch da waren die Menschen total begeistert. Ich war von ihr auch begeistert. Heute liebe ich mich, ich vermisse dich nicht. Denn gestern ist schon lang vorbei. Und dann fliege ich und verliebe dich. Vielleicht nochmal in mich. Das Leben ist schön, okay. Es ist nicht immer leicht. Oft gehst du dabei Wege, sie sind schwierig und steil. Stefan Diedl und die Aufträge durften natürlich auch nicht fehlen. Ist ja nun logisch, klar. Hausherr muss auch auf die Bühne. Es ist nur immer so ein zweischneidiges Schwert bei ihm. Ne? Er ist der Hausherr, ist er jetzt auch noch in der Hitparade platziert? Ja, er platziert sich jedes Jahr, weil mittlerweile hat er in der Schlagerrallye so viele Fans gefunden, wo er nicht nur seine Fans für ihn abstimmen, sondern auch schon mittlerweile andere. Er hat das Dingen ja auch vor 3 Jahren, glaube ich, komplett gewonnen. Das war auch so ein Dingen, ja, in seinem eigenen Haus gewinnt er. Ist das wirklich alles mit rechten Dingen zugegangen oder nicht? Ja, es ist mit rechten Dingen zugegangen. Jetzt stand er diesmal auf Platz 15 mit einem Titel, den er selber geschrieben hat. Stefan hat sich wahnsinnig weiterentwickelt, ist ein toller Musiker und vor allen Dingen jetzt mit Sepp und Gerhard in seinen Aufdrehern. Also was die da auf die Beine stellen, das ist wirklich immer klasse. Sie kommen beim Publikum super an, nicht nur weil er hier zu Hause ist, sondern auch überall in Deutschland mittlerweile auf den Bühnen. Ganz besonderer Interpret. Hat mich sehr, sehr gefreut, dass er sich wieder platziert hat, weil er auch ein sehr, sehr guter Freund von mir ist. Und wenn du einen Freund brauchst, dann bitte ruf mich an. Wenn du einen Freund brauchst, bau auf mich, ja, dann bin ich da, nur für dich. Wenn du einen Freund brauchst, vergiss nicht, ich liebe dich. Das waren sie, die ersten Eindrücke der Schlagerrallye Superhitparade. Und ich hoffe, ich habe euch noch nicht zu viel versprochen. Und ja, bevor es weitergeht, ein paar liebe Grüße. Das waren sie jetzt. Musikalische Grüße aus dem Zillertal mit unseren Freunden, den Zellbergburm. Ja, und wir entführen sie jetzt wieder zurück nach Elisabeth Zell zur Schlagerrallye Superhitparade Teil 2. Deine Worte streichen mich, wenn du mir sagst, Gerda Gabriel ist für mich der Sonnenschein des Schlagers. Ich habe sie damals auch nur kennengelernt von ihrer Musik her, von ihrer CD. Ich glaube, sie hat sie mir sogar selber zugeschickt damals mal. Nun bist du als Mensch, der in der Radioszene tätig ist, generell immer so ein bisschen misstrauisch, auch wenn du CDs zugeschickt bekommst. Gerade wenn sie dir von den Künstlern selber angeboten werden auch noch. Dann guckst du halt immer drauf, Plattenfirma ist es, weil manchmal, was du bekommst, ist so Nun war es bei Gerda so, dass ich die CD in den Händen hielt und sagte, hey, die sieht aber sympathisch aus. Hab die CD reingelegt und war dann doch noch überrascht, wie gut das produziert ist, wie gut die Stimme ist, wie sympathisch sie in der Musik schon rüberkommt. Also ich finde, wenn sie singt, hat sie ein Lachen in der Stimme. Das sieht man auf der Bühne, sie ist wahnsinnig gut angekommen. Viele Leute haben gesagt, hey, die kennen wir gar nicht, wer ist denn das da auf dem Plakat? Aber als sie dann auf der Bühne war, hat sie das Publikum absolut mitgerissen. Das kann man auf jeden Fall sehen. Und ich bin echt froh, dass sie da ist, die Thüringerin. Und ich würde sie auch gerne nochmal dabei haben. Alles, was dich glücklich macht, schenk dir mein Herz in dieser Nacht. Tausend Träume, Zärtlichkeit, Wärme und Geborgenheit. Perfekter Style von Kopf bis Fuß, auf Schönsein programmiert. Im Traum auf rotem Teppich gehen, vom Blitzgewitter fasziniert. Wir haben dieses Jahr das erste Mal Show-Acts gehabt. Das haben wir all die Jahre nicht gehabt. Da waren halt nur die Künstler da, die sich platziert haben. Dieses Mal waren Show-Acts mit dabei. Und da gab es eine Nachwuchs-Duo. Das war Perdu, eine 17-Jährige, eine 20-Jährige.
die die Bühne gerockt haben. Mich haben so viele Leute nach der Veranstaltung angesprochen, hey, wer sind die beiden? Neuentdeckung von Gruppe Wind bzw. Andreas Levving. Was der da mit ihnen schon gemacht hat, mit den Titeln, die es wenigen Titel, die es bis jetzt gibt, da lässt einiges aufwarten. Ich glaube, das wird ein guter Schlagernachwuchs für die nächsten Jahre. Amari, Gucci, Prada, ein bisschen viel Mascara. Das ist das, was dir gefällt, der Luxus dieser Welt. Jetzt mit Mann ist das gut. Andere Straßen kenne ich gut. Manches Mal verlor ich den Mut. Lang genug hab ich nur weggeschaut. Die Gruppe Wind. Ich habe es auf der Bühne schon gesagt, das sind so Begleiter meiner Jugend natürlich. Ja? Also da war ich so 12, 14, als das mit dem Grand Prix losging, als Andreas dann dazu kam, 2 Jahre später. Da muss ich auch sagen, das hätte ich auch nie gedacht, dass ich die mal bei einer Veranstaltung zu mir auf die Bühne bekomme. Ich habe ja vor 3 Wochen habe ich ein Interview mit ihnen gemacht. Das hat so viel Spaß gemacht. Es war eigentlich das erste Mal, wenn ich mich daran erinnern kann, dass ich das Aufnahmegerät einfach nur in die Mitte gestellt habe und wir haben uns einfach nur gut unterhalten und ich habe das ganze Interview auch so nachher gesendet. So sympathische Leute, man kann mit denen total Spaß haben und auf der Bühne hat jeder gesagt, absolute Profis, die haben den Saal ganz schön gerockt. Nochmal von vorn, ich fang neu an, muss akzeptieren, dass ich nicht alles ändern kann. Doch kenn ich mich mit Schwächen. Wir haben vor 2, 3 Jahren den Schlagerrallye Ehrenaward ins Leben gerufen. Wir wollten einfach nicht nur, dass unsere Hörer einen Preis vergeben, sondern wir von der Redaktion wollten auch noch schauen, wer hat sich einen ganz, ganz großen Namen in der Schlagerlandschaft gemacht, wer ist vielleicht im Hintergrund tätig und gar nicht so sehr im Vordergrund, wen wollen wir ganz besonders ehren. Nun haben wir es im ersten Jahr so gemacht, dass wir nominiert haben und dann haben unsere Hörer noch für die Leute abgestimmt. Dieses Jahr haben wir es so gemacht, dass die Redaktion selber Künstler bestimmt. Und da waren unter anderem die Amigos mit dabei, sie nominiert waren. Helene Fischer war mit dabei, nominiert eben auch Peter Sebastian. Und wir haben einfach geschaut, was tun sie für den Schlager, was haben sie bisher gemacht. Und wenn man bei Peter Sebastian mal schaut, dass er nicht nur als Künstler unterwegs ist, sondern auch in Sachen Gemeinnützigkeit sehr, sehr viel macht für unfallgeschädigte Kinder. Er ist Produzent mit seiner Plattenfirma, er hat vielen, vielen Künstlern schon geholfen, auf die Beine zu kommen. Dann seine Lebensgeschichte, was er erlebt hat, seinen Kampf gegen den Krebs. Das hat uns alles gewogen, dass wir eigentlich alle von der Redaktion gesagt haben, nicht eigentlich, ihm gehört der Preis. Spiel mir das süße Lied aus goldener Zeit. Spiel mir das alte Lied von Ich habe Peter dann angerufen, ohne dass ich ihm gesagt habe, worum es überhaupt geht, dass er einen Preis bekommt. Er hat sofort gesagt, ja, ich komme. Das war ein Wunsch von mir vor 3 Jahren, dass er kommen sollte. Da hat ihm leider das große K einen Riegel davor geschoben zu kommen. Jetzt dieses Jahr ist er gekommen. Ein Traum ist für mich echt in Erfüllung. Ich hatte Gänsehaut und dass ich dann auch noch mit ihm Junge komm bald wieder auf der Bühne singen musste. Das war dann noch das i-Tüpfelchen, auch wenn ich mir da fast in die Hose gemacht habe mit. Aber Peter hat den Saal absolut gerockt. Das war, fand ich, so für mich noch so der Haupteck des Abends. Und da habe ich dann gesagt, ich komme gerne runter, von Hamburg hier runter, wenn er ein Titel mitsingt. Und zwar, da könnt ihr alle mitziehen, Freunde. Ein Lieblingstitel von meinem Entdecker heißt einfach nur Junge, komm bald wieder. Finale! Junge, komm bald wieder hinaus. Junge, fahr nie wieder. Jubel und Beifall!
bin wieder zurück und jetzt habe ich liebe Grüße für Sie zu Hause. Der Heiko Breminger. Liebe Freunde des deutschen Schlagers, jetzt ist es soweit. Endspurt der Schlagerrallye Superhitparade 2014. Und ich sage nochmal, viel Vergnügen und gute Unterhaltung. Letizia, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe vorher noch nie was von ihr großartig gehört. Als ich dann aber gehört habe, dass sie die Stimme von damals Passion Fruit war, diesen Rigga-Digga-Ding-Dong-Song haben ja alle Leute im Ohr gehabt. Ende der 90er Jahre haben wir wilde Partys gefeiert und zu diesem Song habe ich abgetanzt bis zum geht nicht mehr. Ja, ich mit meinem Körper kann ich tanzen. dass sie an dem Abend dabei war, war etwas ganz Besonderes für mich und das ist genau dieser Flair, den sie nochmal reingebracht hat. Das fand ich dieses Jahr sowieso bei der Schlagerrallye super. Wir hatten wirklich viele, viele Sachen. Es waren viele Arten von Musik dabei und sie hat dann nochmal eine ganz besondere Note reingebracht. Auch da bin ich sehr, sehr dankbar, dass sie dabei war. Ich höre noch immer die Gitarre, Cuba mi amor, wieder die niemals für alle. Cuba mi amor, wenn ihr so gern die Strände zeigen, ja, das sag ich vor. Weißt du, was mir so an dir gefällt? Du bist das Geheimnis meiner Welt. Deine Kanten, deine Ecken, behutsam zu entdecken, hab ich mir so einfach vorgestellt. Benjamin Grund, ein für mich ganz, ganz besonderer Künstler, weil er eine wunderschöne Stimme hat. Er kann ganz, ganz tolle Musik machen. Er macht tolle Musik, ehemaliger Regensburger Domspatz. Es gibt ein Lied von ihm, Träume des Lebens. Das war das erste Lied, was ich von ihm gehört habe. Beschreibt eigentlich so, dass man immer, immer Träume hat, diese Träume auch leben sollte, aber leider oft nicht die Zeit hat dazu. Und das Leben spielt halt manchmal so mit dir, dass du die Träume nicht verwirklichen kannst. Aber die Träume bleiben in dir und es ist auch ganz wichtig, dass du diese Träume hast. Benjamin war ganz oft schon bei Veranstaltungen von mir dabei, hat immer das Publikum fasziniert, begeistert, hat aber nie den großen Preis bekommen. Umso mehr hat es mich jetzt gefreut, dass er es tatsächlich bis auf Platz 3 geschafft hat, dass er den Schlagerstern bekommen hat. Und ich hoffe und wünsche es ihm sehr, dass es mit ihm gesanglich als Künstler viel, viel weiter bergauf geht. Es hat mich sehr, 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 sehr gefreut, dass er Platz 3 belegt hat. Alles über Frauen will ich wissen, alles wie sie lieben, wie sie küssen. Darum sag ich dir, bleib heute Nacht bei mir. Du bist wie Hans aus einer Million, du bist für mich eine Sensation. Du bist der Engel, der über mich wacht, die ganze Nacht. Die wilden Kaiser. Ein Promoter hat mir damals die wilden Kaiser angeboten zum Interview, zum Telefoninterview. Ich habe die CD zugeschickt bekommen und habe dieses Outfit gesehen und habe gesagt, wow, sieht das stark aus. Also diese Idee von diesem Outfit fand ich schon klasse. Als ich die Musik gehört habe, war ich noch mehr begeistert. Dann habe ich die wilden Kaiser beim Musikantenstadl im letzten Jahr treffen dürfen, auch das erste Mal. Und als wir dann die Abstimmungen zur Superhit-Parade losgingen, sah ich auf einmal, wie wild für diese wilden Kaiser abgestimmt wurde. Und ich war baff, dass sie es dann auch noch bis auf Platz 2 geschafft haben, ist für mich die Überraschung schlechthin. Ich hätte da nie mit gerechnet. Und was sie dann da auf der Bühne präsentiert haben, war der Wahnsinn. Du bist wie Hans aus einer Million. Du bist für mich eine Sensation. Du bist der Engel, der über mich wacht, die ganze Nacht. Ich wollte Cappuccino, doch sie bestellte Vino, ihr Haar war rot wie ein Rubin. Dann sah ich ihre Augen, zwei wunderschöne Augen, es zog mich magisch zu ihr hin. Im letzten Jahr war es so, als Nelly Sander gewonnen hat, dass Nelly Sander vom 1. Oktober an, als die Stimmerei losging, sofort ganz nach oben ging. Bei Tom Mandl war es so in diesem Jahr, dass er sich so in den letzten Wochen nach oben katapultiert hat, nach oben, ganz, ganz oben. Tom war so witzig den Abend, er hat hinter der Bühne gestanden und immer mit den Hufen gescharrt. Wann bin ich denn jetzt eigentlich dran? Wann darf ich denn singen?
Wir haben nichts verraten und ich merkte, wie er vielleicht auch so ein bisschen unruhiger wurde und sagte, hey, was ist denn das hier für eine Veranstaltung? Ich weiß noch nicht mal, wann ich auf die Bühne darf. Als es dann zu Platz 3 ging, da hat ihm schon was geschwan. Und als wir dann Platz 2 verkündet haben und er stand dahinter und schüttelte nur noch mit dem Kopf und konnte es nicht fassen, dass er Platz 1 war, war er so überglücklich und das hat mich auch für ihn sehr, sehr gefreut. Tom Mandl macht erstens gute Musik, er ist ein toller Schauspieler, er hat so viel um die Ohren. Auch etwas ganz, ganz Besonderes für mich und ich glaube, auch er, für ihn war es sein allererster Preis, den er überhaupt bekommen hat. Und wenn man im Endeffekt die Stimmauszählung sieht, hat er mit großen, großen Abstand da oben gestanden auf der 1. Amore, amore mio, die Liebe und der Vino, die machen jeden Mann verrückt. Amore ist das Feuer und sie das Abenteuer, das man im Leben nie vergisst. Schau, Amore, du bist schön, du bist schön. Doch bitte schau mich nicht so an, denn du bist, ich muss gestehen, viel zu schön für einen Mann. Mittlerweile läuft die Schlagerrallye auf 71 Sendern. Ich bin nicht bei einem festen Sender engagiert, sondern wir machen es von zu Hause aus in unserem kleinen Studio, was wir uns zu Hause eingerichtet haben, und schicken die Sendung sozusagen hinaus auf die Welt. Mittlerweile haben wir einen kleinen eigenen Radiosender, das ist Void FM. Das ist ein Internetsender, den man halt auch halt im Internet empfangen kann. Ansonsten 71 Sender, die man natürlich auf unserer Homepage nachlesen kann. Liebe Musik.